Takt kocht erneut gesund. Am 3. Oktober feiertagsgemäß mit vielen jungen Gästen und der IKK Klassik. Mit dabei natürlich Farmküchenchef Thomas Abel und CEO-Koch Stefan Nussbaumer. Die musikalischen Gäste waren diesmal Daniel Splitt und Alexander Martin mit ihrer Unplugged-Neugründung Lee Boys, wobei Lee kein französischer Artikel ist, sondern für Leipzig steht. Die beiden smarten Jungs sind eigentlich schon halbe Stars. Stehen sie doch seit einiger Zeit bei dem gefeierten Musiktheater All You Need Is Beat und der neuen Produktion Woodstock auf den Bühnen. Und dass sie es echt drauf haben, beweisen sie an diesem Tag mit Hits zwischen Robbie Williams und U2. Gekocht wird selbstverständlich auch, wobei die Herren der scharfen Messer alle erneut überraschen. Klingt die Vorspeise noch gewohnt spannend? Kürbis Pfifferling Cappuccino mit Gewürzsahne und Trüffeln? Klingt es beim Hauptgang mehr nach schlechten Erinnerungen? Lapschaos. So geht es auch Superkoch Thomas Abel. Genau deshalb hat er sein eigenes Lapschaos erfunden. Was bleibt, sind die Grundzutaten. Rindfleisch, Fisch, rote Beete, Kartoffeln, Gewürzgurken. Chefkoch Thomas Abel überrascht alle mit seiner Kreation. Angerichtet mit getrüffeltem Kartoffelpüree sowie Filetstückchen vom Kabeljau auf Kräuterseitling, das sind übrigens Pilze, plus Wachtelei-Zierde mit Gürkchenschnipseln, ergibt die durch den Fleischwolf gedrehte rote Beete-Fleischmasse ein fantastisches Mahl. Und niemand gedachte mehr des eigentlichen Namens. Zum Dessert eine weitere Überraschung. Frischer Ananaskompott mit Chili, Vanillejoghurt und Schokoladenmousse.